Weiter geht's mit Zelda, Skyward Sword und wir haben Gegner vor uns. Ich hab das Gefühl, die werden irgendwas auf uns spucken. Ja. Okay, das können wir auf jeden Fall nicht ausweichen, denke ich. Oh, oh, raus. Wo will ich landen? Ich lande dort. Zack. Weiter, 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 weiter. Aufladen, aufladen. Oh. Fuck. Okay. Okay. Das krieg ich nicht hin, das krieg ich nicht hin. Nein, 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 nein. Oh. Oh mein Gott, war das knapp. Okay. Gott, die Dinger. Diese blöden Gegner nerven total. Aber wie komme ich denn da hoch? Beetle, check mal die Area ab, bitte. Und ich nenne ihn jetzt auch Beetle. Ich nenne ihn nicht Käfer. Das ist mein kleiner Beetle. Ah, man kommt da durch den Höhleneingang durch. Und der Höhleneingang kommt noch. Der ist mit Steinen versperrt. Alles klar. So, und mehr gibt's ja aber nicht, oder? Oh Gott. Kamera, bitte. No. Scheint nur eine Höhle zu sein hier. Oh, knapp. Schön. Okay, ich schätze mal, den schieben wir wieder zurück. Ich glaube, hier wird es gleich wieder lebendig. Wir sind also... Wir machen gleich eine kleine Zeitreise für die Leute, die letzte Folge nicht gesehen haben. Genau, wir machen jetzt eine Zeitreise. Und unser Zeitreisetool wird sich wohl wahrscheinlich hinter dem Stein befinden, oder? Kann das sein? Blum. Finden wir es doch am besten einfach mal heraus. So. Jetzt zuschauen und genießen. Pow. Ne, hier ist nichts. Noch nicht. Aha. Na, sieh mal einer an, was wir hier machen müssen. Rollen. Reicht das? Das reicht überhaupt nicht. Hä? Reicht das? Nein, das krieg ich nicht hin. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Der bleibt aber auch immer stuck. Nein, ist doch gepasst. Ah, gepasst. Cool. Beetle, du machst das mal. Unser kleiner Beetle. Bist ja mein Lieblings-Item. Ich finde den sehr nützlich. Und ja, das war unser Zeitreisetool. Damit wird alles aus der Vergangenheit wiederbelebt. Leider auch die Gegner, die damals lebten. Und uns heutzutage eigentlich keinen Ärger machen würden, aber jetzt ist halt tun, weil sie jetzt wieder leben. Ey, das ist das Blöde bei diesen Gegnern. Meine Steuerung macht da nicht mit. Jetzt stirb! Alter! Die sind so nervig! So, einer down. Waren da nicht sogar zwei? Nö. Ionenblüme halten! Blühte bereits in vergangenen Zeiten! Wunderschön und soll im Dunkeln hell leuchten. Ein weiterer Questgegenstand. Alright. Hi, Kleiner. Es mag kein Mensch an diesem Ort, so sehr der Steine der Zeit. Psst. Ja. Eigentlich schon, ja. Uiuiuiuiui, heute ist mein Lucky Day! Eine Gerudo-Libelle! Die Facettenaugen dieses Insekts glitzern wie Rubine. Seine langen Flügel sind durchsichtig wie Glas. Wir kriegen wieder schön Sammelgegenstände in diesem Gebiet. Da bin ich immer für. Da ist noch eins. Oh, es fliegt weg. Okay, das kriege ich nicht mehr. Da gebe ich jetzt lieber auf, bevor ich da jetzt ins Maul der Piranha-Pflanze reinrenne. Also, ihr seht aus für mich wie Piranha-Pflanze, von daher. Sind es jetzt noch welche? Mach's halt richtig rum auf! Aha. Auf! 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 Ja! Yeah! Einfach nur in eine Richtung machen, ist am klügsten, glaube ich. So, und was kriegen wir hier? Ein Geschenk der Götter? Sieht aus wie eine Feder.
Es heißt, dieser legendäre, sehr seltene Schatz habe eins der Göttin selbst gehört. What? Okay, wir haben bald fast... wir haben wirklich bald alle Questgegenstände einmal gehabt. Freut mich natürlich. Insekten dauert zwar noch ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Okay, da hinten gibt es noch was zu schauen. Was machst du denn hier? Vor kurzem wurde einer meiner Freunde entführt. Man munkelt, dass diese Kerle uns die Energie abzapfen. Wie schrecklich! Welche Kerle denn? Die der Bokoblins? Dann mache ich easy down, wenn es die sind. Easy, kein Problem. Oh, die Lore funktioniert. Das heißt, wir können dort rein. Dann machen wir nochmal. Oh oh. Einfach ignorieren. Ciao-i. Oh, wir kommen raus. Aber die Musik ändert sich nicht. So. Oh. Hier endet die Vergangenheit. Wir zurück in die Gegenwart. Oder auch Zukunft. Back to the future. Wir sind in der Wüste Randai angekommen. Eine große Dürre hat den gesamten Landstrich vollkommen verändert. Wüste Randai. Oh Gott. Sehr viel Treibsand, sehr viele Gegner. Ich stelle eine erhöhte Konzentration von gefährlichen Treibsand fest. Das Gefahrenpotenzial steigt um 30%. Ich empfehle, Minus zu drücken, um auf deiner Karte die Bombenbeschaffenheit zu prüfen. Okay. Ich hätte, dass Zelda hier war. Wie ich bereits sagte, birgt diese Gegend Gefahren für dich. Ich empfehle, sie bald zu treffen, um zu erfahren, aus welchem Grund sie nach Eldin gereist ist. Ja, macht Sinn. Oh mein Gott. Und da hinten ist eine richtig coole Statue. Das wird überhaupt nicht lange dauern oder so. Ganz und gar nicht. Naja, kann man ja mal hoffen, ne? Schön speichern. Speichern. Speichern, mir gefallen. Yeah. Blum, blum. So, was für Gefahr... Okay. Was für Gefahren warten hier auf mich, ha? Das ist ja aber alles kein Treibsand. So leer ist es aber auch wieder nicht. Okay, den kann ich schlagen. Und seine ganzen Stacheln kaputt machen, aber mehr macht er nicht. Ist nur ein kleiner Dummy anscheinend. Okay, warum nicht? Hey Bro, lass uns fighten! Ich nehme alles zurück! Ich wollte deine Leiche sowieso nicht. Nein, warte! Ich will nicht kämpfen! Was zur Hölle? Das bringt nichts! Hoch da, hoch da, hoch da! Da geht nämlich nicht! Das ist das Einzige, was ich noch probieren kann. Juckt ihn nicht. Okay, die können wir nicht killen. Zumindest wüsste ich nicht wie. Also müssen wir durch die Gegend rennen wie ein Irrer. Okay, das ist dieses Gebiet hier. Da oben ist ein kleiner Bernstein oder was auch immer das war. War das nicht ein Bernstein? Keine Ahnung. Von da kamen wir. Aber da hinten könnte noch was sein. Das habe ich nicht gemerkt. Oh, das habe ich nicht gecheckt. Autschi, autschi. Kommen wir da rein? Kommen die doch niemals durch. Oh, aber wir kommen da auch niemals durch. Ups. Gibt's hier irgendwas? Also ich sehe da oben ein paar Items. Wenn die Kamera mal ein bisschen nach oben gehen würde. Da. Da ist ein bisschen was. Hier. Können wir da hochklettern? Nein. Oh, oh. Nein, können wir nicht! Ah, verdammt! Oh, wenn er gegen eine Wand stößt. Dann ist er kurz betäubt, dann kann ich ihn wahrscheinlich angreifen. Okay. Aber oh Gott, schau schon meine Lebensanzeige an, das sieht gar nicht gut aus. Oh oh.
Kann ich das abschießen? Schade. Das. Nee, macht nichts. Ich dachte, das macht vielleicht was. Keine Ahnung, was das macht. Aber mir helfen tut's gerade nicht. Hm. Zack. Zack. Oh Gott. Verwirrendes Gebiet hier. Auch sehr riesig. Hier ist eine Kiste. Was ist darin? Wüstengras. Dieses Gras lässt sich vielleicht für etwas Nützliches verwenden, wenn man es trocknet. What? Das ist ein... Okay. Wüstengras kannst du in der Wüste Ranel und anderen Orten finden. Es rollt über den Boden und kann für allerlei Dinge verwendet werden. Wenn du es siehst, fang es schnell mit deinem Schmetterlingsnetz ein. Wir haben ja schon mal eins gesehen. Verdammt, hätte ich das bestimmt einsammeln müssen. Na egal. Nicht so schlimm. Was schlimm wäre, ist, wenn wir den jetzt nicht bekommen würden. Den Stein dort. Das reicht überhaupt nicht aus. Komme ich leider auch gar nicht hoch, ne? Da ist ein Vogel. Ich glaube, der wird böse sein. Scheiße. Nimm mit, nimm mit. Wie geil das einfach funktioniert. Ach, warte mal. Moment mal. Bitte, mein Freund. Du kriegst das doch bestimmt auch hin. Oder bringt das nichts? Nee, okay. Dann müssen wir rüberrennen, aber das funktioniert noch niemals. Okay, ich glaube, ich sah erstmal hier lang. Das geht auch nicht. Da komme ich doch gar nicht lang. Wo muss ich lang? YOLO! 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 Das, nee, das wird nichts. Das wird nichts. Das geht nicht. Moment! Ich kann hier drauf springen. Und dann auf den anderen. Oder auch nicht. Okay, schieben kann ich das jetzt auch. Nur schlecht. Aber da oben ist ein... Oh, da ist jemand eingesperrt worden. What? Die haben den da eingesperrt und sterben lassen. Der Arme. Aber gut, alle Roboter sind hier gestorben. Aber warum? Weswegen? Wer macht denn sowas? Ist das ein Loch jetzt? Nee. Das hat mir gar nichts gebracht, oder? Naja. Nee, es ist doch schon despawned. Ich bin total verwirrt. Wie geht's denn weiter? Warte, ach, warte, hier kann ich hoch. Oh, das habe ich nicht gecheckt. Hier kann man hoch. Und dann hier drauf, oder? Nee. Okay, Moment, man kann hier hoch, ja? Aber was hilft denn das? Hilft gar nicht. Oder muss ich die Dinger hier killen? Hilfst du mir? Okay, seinen Shell lässt er liegen. Aber mehr als da drauf stehen kann ich ja nicht. Piesel, mach mal die Gegend unsicher. Irgendwas muss ich hier doch verpassen. Da komme ich niemals durch. Da hinten gibt's, komme ich auch nicht hin. Es muss irgendwas mit diesen Dingen zu tun haben, aber ich krieg das nicht kaputt. Ich kann das auch nicht berühren, das bringt ja nichts. Dann bin ich genau auf die Mitte. Nö, anscheinend nicht. Ich bin stuck. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo es weitergeht, aber ich bin stuck. Nein, nein, nein. Vor allem das nochmal so ein Ding, aber was machen die? Mir fällt nur noch eine einzige Sache ein, die ich machen kann. Und zwar habe ich gerade gesehen, dass da ein Schalter ist hinter dem Tor. Und das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass ich den Schalter mit dem Beetle hier umschieben kann, umschalten kann. Nee, selbst das funktioniert nicht.
So Leute, da bin ich wieder. Ich musste wirklich cutten und nachschauen, wie es funktioniert oder wie man allgemein weiterkommt, weil ich habe mich dumm und dämlich gesucht, nach oben und nach unten, links und rechts, A, B, Stahl, ich habe überall geguckt und ja, dabei mussten wir eigentlich einfach nur eine Bombe auf die Steine werfen, die ich ja nicht kaputt machen wollte, weil ich mir dachte, ja, sind sowieso eine Rubine drunter. Nee. Das ist die Lösung des Rätsels. So, nur so kommt man weiter. Und ich hab's halt überhaupt nicht gecheckt. Und, weiß nicht, wie lang die Folge ist und wie lange wir noch Zeit haben, aber ich mach einfach mal so lang, wie ich meine. So. Ist ein bisschen blöd, dass ich das nachschauen musste, aber naja. Hier kann man jetzt hochklettern. So. Nehmen wir uns eine Blume mit. Und jetzt sollten wir endlich weiterkommen. Hab ich recht? Okay, hier kann man hangeln. Dann hoch da. Ja, komm, spring. Einfach rüber, einfach rüber, einfach rüber! Los, los, los! Sieht bestimmt nicht komisch aus oder so. Okay, komm, das war's. Ich nehme es übrigens zwischendurch random irgendwann mittendrin auf. Also nicht wundern. Was bist du? Kann ich dich mitnehmen? Kann ich dich... Komm, ich nehme dich mit. Komm, bist jetzt mein. Nee, geht nicht. Oh! Das ist eine Truhe. Ja, okay. Nimm mich mit, die Truhe. Und was findet man hier? Ich dachte, da wäre was Besonderes drin. Nee, eine Feder. Eine blaue Feder. Na gut. Besser als nichts. Okay, also diesen Ort hier sollten wir uns hier vermerken. Weil ich habe keine Ahnung, was man hier machen kann. Aber bestimmt kann man hier irgendwas Wichtiges später machen. Okay. Oh, 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 oh. Jetzt können wir das Ding gebrauchen hier. Ja. Haben wir ein neues Tier. Eine Ranellameise. Man sagt, in dem Bau des Insekts würde sich eine Wasserquelle befinden. So kann es in der Wüste überleben. Krass. Okay. Ja, von den Tieren haben wir noch nicht so viele verschiedene. Deshalb wichtig, dass wir alle sammeln. Ich wacke hier schön rum, weil ich nicht weiß, wie ich hier stehen muss. Oh! Los! Ah ne, warte, die kann ich ja nicht killen. Oh, ich hab's vergessen. Ah! Ja, jetzt kann man die killen, aber ich lasse es einfach. Ich renne einfach weg. Moment! War das dumm? Moment, warte, 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 warte. Bin ich jetzt wieder stuck? Ist das dein Ernst? Also entweder ich bin jetzt immer noch stuck, weil das war nur ein Bonus. Oder man kommt dann doch noch weiter. Nee. Was? Das ist nur für eine Truhe? So, ich muss jetzt nochmal nachschauen, wie es weitergeht. Und ich wollte zwar nicht suchen, wo es ist, und deshalb habe ich nachgeschaut, aber ganz ehrlich, das hätte ich vielleicht auch selber herausgefunden. Aber wer weiß, vielleicht habe ich es auch nicht herausgefunden. So, und zwar müssen wir hier hin. Am besten da hoch. Moment, das geht doch irgendwie hier. Genau. So, und wenn wir hier oben sind, ich habe ja schon versucht, hier diesen Stein kaputt zu machen, aber wir sollen nicht den Stein kaputt machen. Leute, warum liegen da Rubine rum? Nee, wir sollen da drinnen hier den Stein kaputt machen. Da ist nämlich noch einer, da habe ich gar nicht gemerkt. Reicht das? Ja, okay, das reicht. Die rollen noch so ein bisschen, ne? Und nun ist da ein Kristall, der uns zurück in die Vergangenheit führen kann. Ja, Steuerung, let's go. So, führe uns zurück in die Vergangenheit, mein Freund. Ich geh mal ein bisschen zur Seite, nicht, dass ich halt Damage bekomme. Oh oh. Hilf mir! Psst. Hilfe! Oh Gott, wir müssen ihm helfen! Aber er merkt uns nicht. Jetzt hat er uns bemerkt! Aber zu spät! Oh lol! Wenn sie da rausgehen, dann sind sie einfach instant tot! Lol! Das finde ich lustig. Hilf mir! Psst. Hilfe! Okay. Wie helfen? Wie dem? Oh Gott, von wo kam der denn jetzt? Ja! Bam!
Oh, das ist ein cooler Move. Oh, ich musste sogar alle killen. Dann. Ich hätte gerne noch ein paar Herzen, aber die kriege ich wahrscheinlich nicht. Ja, Bro, du bist befreit. Du hast mich gerettet. Psst. Ja. Was krieg ich jetzt? Das war knapp. Beinahe hätte mir die Kerle den Strom abgeklemmt. Psst. Aber sag mal, ist das etwa ein Käfer? Der kommt von hier, ist aber ein altes Modell. Weil du mir geholfen hast, werde ich dir dieses Ding ein wenig verbessern. Gib mal her. Psst. Hallo? Wow! Unser Greifkäfer hat nun große Zangen, mit denen er Items aufheben und tragen kann. Oh! Ich habe mich schon gewundert, warum das nicht ging. Jetzt geht es erst. Drücke ZL und dann ja. Wollte ich schon nicht wissen. Jetzt kannst du mit dem Käfer Objekte greifen und festhalten. Pass auf dich auf. Jo, das werde ich. Du bleibst am besten in deinem Käfig trotzdem blind. Blind, genau, drin. Bleib da drin in deinem Käfig, weil sonst wird es nicht schön aussehen für dich. So, aber lass uns doch mal unseren Greifkäfer, unseren Grab Beetle ausprobieren. Ich habe das schon vorhin ausprobiert, aber jetzt geht es erst, oder? Ja, jetzt geht es erst. Und zack, loslassen. Muss ich einen anderen Knopf drücken? Ich dachte... Ah, okay. Ich dachte, damit lasse ich ihn sofort los. Nee. Jetzt. Ja. Okay, so funktioniert der. Alles klar. Ja, damit können wir natürlich weiter. Da brauche ich jetzt nicht mehr nachschauen, wie das Spiel weitergeht. Oh Gott. Ich versuche natürlich, dass das nicht oft passiert, dass ich was nachschauen muss. Aber es kann halt mal passieren, ne? Okay. Greifkäfer. Let's go. Los, Beetle, du schaffst das. Wir gucken uns natürlich alles an. Weil hier könnten ja überall Schätze sein, ne? Und nochmal. Nee, da war nur ein Rubin. Nimm mal mit und dann direkt abbiegen, abbiegen, abbiegen. Ach, hier ist nichts. Oh. Aber da oben ist noch ein Stein. Weiß nicht, ob ich da gleich noch hinkomme. Ich hoffe. Gott, Steuerung ist ein bisschen schwierig. Nee, so nicht. Okay. Und Fire in the Hole! Yeah. Alright. Ja, jetzt sollten wir eigentlich nur noch rüberrennen können, oder? Das sollte jetzt funktionieren. Wir müssen nur aufpassen wegen dem großen schleimigen Viech. Das mag uns überhaupt nicht. Oh oh. Guck mich schon so böse an, der will mich abspucken. Ja. Weg, 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 weg. Oh, da hinten ist was. Da hinten ist was. Scheiße. Nein, das war schlecht, das war schlecht. Ruhe. Okay. Okay, hat geklappt, alles klappt. Hat geklappt. Okay, okay. Alles klar. Ist das eine Abkürzung? Nee? Jo? Jo? Nee. Ein Rubin. Wow. Können wir, darf ich auf jeden Fall noch hin? Komme ich da hin? Oder. Nee, nee. Okay, doch, ich glaube, da komme ich noch hin. Ich glaube jetzt noch nicht, aber gleich. Was bist du? Hey! Hey! Da oben! Moment, 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 Moment! Hier ist so ein Ding, was ich einsammeln soll. Nicht? Ist es weg? Verdammt, ich glaube, es ist weg. Hey! Kriege ich das denn down oder muss ich das abschießen? Ich will mich halt anlocken an dem. Aber irgendwie lässt mich das Spiel nicht. Bam! 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 Bringt irgendwie nichts, okay. Okay. Ja! Nice!
Ich werd besser. Ich werd besser, das ist schön. So, ein paar Blumen. Donnerblumen mitnehmen. Und dann auf und davon. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Moment, Beetle, du bist dran. Ich hoffe, der Adler ignoriert mich jetzt. Und dann auf ihn drauf hier, zack. Oh, das killt die. Yo! Ja, nice. Oh, da kann ich ja drauf stehen. Sehr schön. Da kann ich drauf stehen. Boah, das krieg ich hin. Okay. Mhm. Das ist ein Tier. Das Tierchen nehme ich mir mit. Wird abgeschossen, oder? Ja, gleich. Renn. Ich hab ihn nicht. Link, was ist los mit dir? Du wirst doch sowieso respawnen. Ist doch nicht das Schlimmste. Okay, warte. Hier sieht mich das Ding nicht. Das heißt, ich kann die Zeit nutzen und das andere Viech umbringen. Ja. Moment. Und los! Yeah! Und jetzt rüberrennen. Nimm das Ding mit. Und los. Hier kann ich chillen. Yep. Okay, ich hab's langsam raus. Das andere konnten wir noch nicht bekommen, aber ich wette, da kommen wir nochmal zurück. Ich wette, müssen wir sowieso noch gleich hin, weil ich habe mich da umgeschaut und da war noch eine Lore oder sowas. Und ich wette, da müssen wir halt gleich noch hin. So, hier ist wahrscheinlich nur Rubine und nichts anderes. So einzelne Rubine, wow. Und eine neue Truhe für die Overworld freigeschaltet. Schön. Blum, blum, blum. Wie man das einfach außerhalb machen kann. Okay. Jetzt darüber. Ne, das krieg ich nicht hin. Warte, das krieg ich nicht hin. Ich wollte gerade sagen, mein Freund. Das geht aber gar nicht. Fress. Einfach liegen lassen. Einfach liegen lassen. Ja, jetzt. Okay. Stell dich mal vor, dass dieses Ding dort einfach so gerade liegt. Einfach so und nicht so, wie es jetzt gerade liegt. Oh, das war knapp. Das wäre echt mies. Okay. Gott, weg hier. Oder gibt es noch irgendwas? Ja. Ich sehe da noch was. Seht ihr das auch? Ah, das ist ein Minecart. Das ist eine Lore. Ich dachte, das wäre so ein Ding zum... Okay, nee, das wird nicht funktionieren. Nee, komm, lass los. Lass los. Bringt nichts. Okay. Oh, da kann ich speichern. Oh, wunderbar, wunderbar. Ich kann hier speichern. Yeah. Mach oben. Und yeah. Endlich! Ich weiß, heute ist ein bisschen chaotisch und komisch, aber... Naja. Busch! Da können Herzen drin sein! Okay, ich habe das Herz auch bekommen. Als ob hier einfach Herzen sein... Ja, hier sind Herzen drin! Oh mein Gott, ich brauche alle Herzen, die ich hier kriegen kann. So, speichern. Obwohl, ich hätte auch einfach gleich speichern können, weil die Folge ist sowieso nicht mehr so lang. Und in der Zeit... Könnten wir jetzt eigentlich noch den Rest der Folge ein bisschen uns umschauen? Ich weiß nicht, was die Lore da macht. Was ich mal mit der Lore da erreichen kann. Muss ich mir genauer anschauen. Ach, die kann ich runterschieben und dann? Einfach rumwackeln. Einfach so rumwackeln. Das funktioniert immer. Genau, runterschieben. Ja. Und... Abkürzung! Ah, eine Abkürzung! Ja, schön! Na gut, das ist auch noch eine. Ach, das sind alles Abkürzungen, ne? Ja, das sind alles Abkürzungen. Alles klar. Na gut, dann werden wir uns in der nächsten Folge die Abkürzungen alle anschauen.
Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich dann nicht mehr. Doch, ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge immer noch keine Ahnung haben, wo ich lang muss. Aber hey, das ist lustig, oder? Oder? Ja, doch, es ist. Komm.